Das ist die Blaudruckwerkstatt des Heimatvereins Burg Steinfurt. Seit 2006 ist sie im wunderschönen alten Bürgermeisterhaus an der Kirchstraße 4 zu finden. Der Blaudruck gehört auf die Liste fast vergessenen alten Handwerks. Elisabeth Wrobel, Annelie Elfers, Annette Rehag und Ute Bode engagieren sich gern und intensiv, um die Geheimnisse des Blaudruckverfahrens an interessierte Heimatfreunde weiterzugeben. Hier erläutert Annette Rehag einer Besuchergruppe Details des historischen Handwerks. Vom Prinzip her ist es eigentlich eine Männerarbeit gewesen. Da sind wir schon beim Färben. Es heißt Blaudruck, aber es wird gar nicht unbedingt blau gedruckt. Das Original ist, so wie da oder was da auch hängt, gefärbt. Das ist Blaudruck. Unter Blaudruck verstehen wir ein Färbeverfahren für Gewebe aus Leinen und Baumwolle. Die filigran ausgearbeiteten Muster werden mit Schablonen, den sogenannten Modeln, aufgebracht. Früher wurden diese komplett aus Holz gefertigt, heute entstehen die Bilder und Ornamente aus Messingelementen. Viele Burg Steinfurter Motive, vor allem Darstellungen historischer Gebäude, befinden sich im Fundus der Blaudruckwerkstatt. Annette Rehag zur Herstellung von Modeln. Nachträglich oder wird das gleich? Das wird nachträglich. Da wird erst das Holz bearbeitet und nachträglich das Messing eingesetzt. Und bei diesen Mustern ist das so, dass sie sich das erst aufzeichnen auf dem Holz und dann die Einzelteile da reinschlagen. Und wer Textilien mal selbst gerne mit Blaudruck verschönern möchte, der bekommt in der Werkstatt ein wenig Know-how vermittelt. Diese Linie ist dann gerade. Sie können es ja gerne mal ausprobieren. Sie stehen gerade so passend da. Da sind Nadeln und da liegen verschiedene Stoffe. Das ist Halblein, das geht nicht so gut. Die Leinenstoffe gehen besser. Also Halblein ist nicht so gut? Das kann man nicht so gut anzeichnen. Ach so, aber eure Färben doch. Färben, ja klar. Ja. Das soll ich einfach so eine... Einfach so festhalten, ganz locker und dann ziehen. Eine Bordüre durchgehäkelt, ne? Dann habe ich zwei Stücke aneinander gesetzt dann, ne? Nur wenn man es druckt, kann man da keine Spitze zwischensetzen. Nee, das ist dann nicht. Dann näht man es aneinander. So sieht es jetzt fertig aus. Schön. Ja, schön. Nee, ein Burg Steinfurt-Motiv. Ach so. Ist das das, was da oben an der Wand da oben? Nee, da oben an der Wand sind Einzelhäuser. Hier kommt. Das ist so eine Collage. Das sind verschiedene Häuser der Stadt. Und das kommt dann hier so auf die Ecke. In die Ecke. Dann kommt da drunter noch der Schriftzug Burg Steinfurt. Die Blaudruckwerkstatt ist dienstags und freitags von 9.30 Uhr bis 12 Uhr sowie am ersten Samstag im Monat von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr geöffnet. Sondertermine können gern auch per Telefon unter 02551 6372 oder während der Öffnungszeiten unter 0175 836 2204 vereinbart werden.